Feindbild Islam. 10 Thesen gegen den Hass. These Nummer 1. Der Westen ist viel gewalttätiger als die muslimische Welt. Millionen arabische Zivilisten wurden seit Beginn der Kolonialisierung getötet. Nicht ein einziges Mal in den letzten 200 Jahren hat ein muslimisches Land ein westliches Land angegriffen. Angreifer waren immer die europäischen Großmächte oder die USA. Die arabischen Länder mussten in diesem Zeitraum mehr als 20 Kriege und Invasionen westlicher Länder über sich ergehen lassen. Der Westen führt in der traurigen Bilanz des Tötens mit weit über 10 zu 1. These Nummer 2. Nichts fördert den Terrorismus mehr als die Antiterrorkriege des Westens. Sie sind ein Terrorzuchtprogramm. Die radikalen Kräfte im Westen und in der muslimischen Welt haben sich in den letzten Jahrzehnten hochgeschaukelt. Letztlich war Bin Laden der beste Stichwortgeber George W. Bushs und umgekehrt. Wir müssen dieses tödliche Schaukelspiel zwischen Terroristen und Antiterroristen so schnell wie möglich beenden. These Nummer 3. Terrorismus ist kein typisch muslimisches, sondern ein weltweites Problem. Nach Angaben der europäischen Polizeibehörde Europol gab es im Jahr 2010 in den Ländern der EU 249 Terroranschläge. Davon gingen auf islamische Attentäter lediglich 3 zurück. Nicht 200, nicht 100, 3. Die meisten Anschläge, 160, wurden von militanten Unabhängigkeitsbewegungen verübt, wie zum Beispiel der baskischen Untergrundbewegung ETA. These Nummer 4. Islamisch getarnte Terroristen sind Mörder, christlich getarnte Anführer völkerrechtswidriger Angriffskriege auch. Angriffskriege sind der Terrorismus der Reichen, sagt Peter Ustinov. Für ein irakisches Kind macht es keinen Unterschied, ob es von einem islamischen Selbstmordattentäter oder von einer christlichen Bombe zerfetzt wird. Für dieses Kind sind George W. Bush und Tony Blair genauso Terroristen wie Bin Laden für uns. These Nummer 5. Muslime waren und sind mindestens so tolerant wie Juden und Christen. Sie haben die westliche Kultur entscheidend mitgeprägt. Muslime überlieferten uns nicht nur die versunkenen Schätze griechisch-römischer Kultur. Sie schufen auch neue Wissenschaften. Ihnen sind die Anfänge der experimentellen Optik, der Kompass, die Kenntnis der Planetenlaufbahnen und wesentliche Teile der modernen Medizin zu verdanken. Sie haben die westliche Zivilisation weit nach vorne gebracht. Auch wenn viele unserer Politiker es nicht wahrhaben wollen, wir leben heute in einer christlich, jüdisch und islamisch geprägten Kultur. These Nummer 6. Nicht nur in der Bibel, auch im Koran sind die Liebe zu Gott und Nächstenliebe die zentralen Gebote. Der Islam ist eine Religion der Liebe und Barmherzigkeit. An keiner Stelle rechtfertigt der Koran die Tötung unschuldiger Zivilisten. Im Gegenteil, einer seiner zentralen Sätze lautet: Wer einen Menschen rettet, für den soll es sein, als habe er die ganze Welt gerettet. These Nummer 7. Die westliche Politik gegenüber der muslimischen Welt leidet unter einer erschreckenden Ignoranz einfachster Fakten. Beispiel Teheran. Einer der Lieblingssätze westlicher Stammtischstrategen lautet: Wer den Ruf des Muezzin in westlichen Städten verlangt, sollte auch das Glockenläuten in Teheran zulassen. Die Realität jedoch ist: Im Iran gibt es zahlreiche christliche Kirchen, von denen einige laut und kräftig läuten. Christliche Kinder haben sogar einen eigenen Religionsunterricht. Es gibt 100 Synagogen, 1500 jüdische Kinder besuchen jüdische Schulen. Es gibt 6 koschere Metzger, 3 koschere Restaurants und ein großes, berühmtes jüdisches Krankenhaus.
dem sogar Mahmud Ahmadinejad Geld spendete. These Nummer 8. Der Westen muss die muslimische Welt genauso fair und großzügig behandeln, wie er zu Recht Israel behandelt. Muslime sind genauso viel wert wie Juden und Christen. Die amerikanische Fernsehkommentatorin Ann Coulter sagt, wir sollten in ihre Länder einmarschieren, ihre Führer totschlagen und ihre Völker zum Christentum bekehren. Wir sollten, so wörtlich, unseren nationalen Arschkriecher-Wettbewerb beenden, Syrien ins Steinzeitalter zurückbomben und danach den Iran dauerhaft entwaffnen. Warum darf man über Muslime und ihre Religion rassistische Sachen sagen, die in Bezug auf Juden und Christen zu Recht geächtet sind? Wir müssen die Diskriminierung des Islam beenden. Sie ist beschämend und sie schadet unseren eigenen Interessen. These Nummer 9. Die Muslime müssen sich wie ihr Prophet Mohammed für einen Islam des Fortschritts und der Toleranz einsetzen. Sie müssen dem muslimischen Terrorismus die religiöse Maske vom Gesicht reißen. Anders als manche muslimische Politiker unserer Tage war Mohammed kein Reaktionär. Er war ein kühner, nach vorne blickender, egalitärer Revolutionär, der den Mut hatte, die Fesseln der Tradition zu sprengen. Sein Islam war keine Religion des Stillstandes oder des Rückschrittes, sondern der Erneuerung und des Aufbruchs. These Nummer 10. Das Gebot der Stunde heißt Staatskunst, nicht Kriegskunst. In Afghanistan, in Pakistan, im Irak, im Iran, in Syrien und in Palästina. Wie im Ost-West-Konflikt. Wachsames, geduldiges und zähes Verhandeln. Das ist auch im Mittleren Osten die richtige Strategie. Nur in einer gerechten Weltordnung finden Terroristen keine Nährboden. Nur in einer gerechten Welt kann auch der Westen dauerhaft in Frieden leben.